Katze Lilly geht es wieder gut, aber die schweren Zeiten haben ihre Spuren hinterlassen. Das Haus verlässt sie nur selten, bleibt lieber in der Nähe ihrer Katzenfamilie, den Schreibers. Für die letzten Wochen ein echter Horrortrip waren. Also die Lilly kam da hinten aus der Ecke recht langsam, hier dann über die Wiese getrottet, das habe ich auch noch gesehen. Und dann ist sie direkt da unter diesen Buchsbaum und hat sich da unten hingelegt und ihre Wunde versorgt. So habe ich sie dann auch eine Stunde später wieder unter dem Buchsbaum gefunden. Die war sehr angeschlagen, also komplett so leicht apathisch und hat halt an dieser Wunde geleckt. Man durfte sie auch gar nicht berühren. Lilly war so schwer verletzt, dass die Schreibers zum Tierarzt mussten. Und sie hatten eine Ahnung. Wir hatten mein Mann und ich ja schon den Verdacht, dass sie angeschossen worden ist. Es hatte sich unter dieser Wunde wirklich so eine Kugel gebildet. Und dann waren wir dienstags beim Tierarzt und der hat das auch gefühlt und hat das eigentlich gleich bestätigt. Und dann haben sie ein Röntgenbild gemacht und ich sage immer, das war so wie beim Tatort. Man sah das Skelett und dann sah man wirklich dieses Projektil. Und also in dem Moment, ich war so wütend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin wirklich nach Hause gefahren. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Wut. Das war... Ist vielleicht jetzt nicht so. Für die behandelnde Tierärztin ist Lilly leider kein Einzelfall. Wir haben auch manche Katzen, wo es als Zufallbefund da ist, das Geschoss. Das merken die Besitzer überhaupt nicht. Und wir haben teilweise Katzen, wo ich 9 Geschosse finde. Ja, 9 bis 10 Geschosse oder so. Und die Anzahl, die dann eben beschossen wurden oder im Laufe ihres Lebens mehrere Geschosse eingesammelt haben. Es gibt leider so Leute, ja. Die Schreibers erstatten Anzeige gegen Unbekannt. Die polizeiliche Befragung der Nachbarn bringt keinen Hinweis auf den Täter. Schussverletzungen kommen bei Katzen oft vor, werden aber nicht immer angezeigt. Es bleibt die Frage, wer hat da Spaß am Tierequälen? Das Geschoss traf Lilly in der Flanke. Die komplizierte Operation ist eine Tortur für Lilly. Lilly hat einen Radius gehabt vorher von 2, maximal 3 Grundstücken. Das heißt, das ist unsere direkte Nachbarschaft. Und der Polizist hat zu mir auch gesagt, mit diesen Luftgewehren, damit sie überhaupt eindringen, muss das aus nächster Nähe passieren. Und damit habe ich ein Problem. Wirklich dieser Katze ins Auge gucken und darauf schießen, kann ich nicht nachvollziehen. Katze angeschossen, diesen Handzettel haben die Schreibers verteilt, um andere Katzenbesitzer zu warnen. Wir möchten so ein bisschen die Katzenbesitzer, dass wir uns hin und wieder mal treffen und dass jeder so auf die Katze von dem anderen achtet und dass wir da so ein bisschen mehr zusammenhalten einfach, wenn es hier anscheinend ja doch Menschen gibt, die Katzen einfach nicht mögen. Die Schreibers haben weiter ein ungutes Gefühl, solange der Tierquäler nicht gefasst ist. Und Lilly wird wohl einige Zeit brauchen, um wieder unbeschwert in Nachbarsgarten zu spazieren.